الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Diese Thematik, ob man die Haare mit schwarzer Farbe färben darf, so kam es hierbei zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Und zunächst einmal einige Hadithe über diese Sache. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma berichtete, dass Abu Quhafa, und das ist der Vater von Abu Bakr as-Siddiq, dass Abu Quhafa am Tag der Eroberung von Mekka gebracht wurde. Und er war ein alter Mann. Während sein Kopfhaar und sein Barthaar weiß wie der Therama-Baum waren. Also er hatte ganz weiße oder ganz graue Haare und einen ganz grauen Bart. Hierauf sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Ändert das, also ändert das mit etwas Farbe, aber meidet schwarze Farbe. Also der Prophet والسلام, ordnete an, dass das graue Haar auf seinem Kopf und seine grauen Barthaare geändert werden sollen. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Muslim, Ahmed, Abu Dawud und An-Nasa'i überliefert. Und das ist ein authentischer Hadith, da er von Muslim überliefert wurde. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. Ändert das graue Haar und ahmt nicht den Juden nach. Und dieser Hadith wurde überliefert von At-Tirmidhi und er sagte, هذا حديث حسن صحيح. Das ist ein guter und authentischer Hadith. In diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass man das graue Haar ändern soll, also färben soll. Und er hat dann den Grund genannt, und zwar, dass man sich von den Juden unterscheiden soll und ihnen nicht nachahmt. Einige Themen, die mit der Färbung der Haare zu tun haben, drei Sachen, und zwar erstens das Urteil, zweitens das Urteil darüber, mit schwarzer Farbe zu färben, und drittens gilt dieses Urteil auch für Frauen, und dann eine Zusammenfassung. Also erstens das Urteil über das Färben der Haare. Imam Ahmed, rahimahullah, sagte, die Färbung der Haare ist für mich, als sei sie eine Pflicht. Da der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Juden und Christen färben nicht ihre Haare, so handelt ihnen zuwider, so widersprecht ihnen. Und in einer anderen Überlieferung über Imam Ahmed heißt es, dass die Färbung der grauen Haare erwünscht ist, dass es mustahab ist. Und er hat ein Buch geschrieben, oder es gibt ein Buch von Imam Ahmed, welches seine Schüler über ihn überliefert haben, das nennt sich At-Tarajjul. Da gibt es extra ein Kapitel über das Färben der Haare und das Urteil darüber, hierbei schwarze Farbe zu benutzen. Also, laut Imam Ahmed, laut diesen zwei Überlieferungen über Imam Ahmed, ist das Färben der Haare entweder verpflichtend oder es ist erwünscht. Der zweite Punkt, das Urteil darüber, mit schwarzer Farbe zu färben. Und wenn wir über schwarz reden, dann ist damit gemeint rein schwarze Farbe, jetzt nicht schwarz, welches zum Beispiel mit Braun oder etwas anderem gemischt wurde, sondern rein schwarz. Ishaq ibn Mansur sagte zu Abu Abdullah, also zu Imam Ahmed, und dieser Ishaq ibn Mansur, das ist einer seiner großen Schüler, er sagte zu ihm, ist es verpönt,
mit schwarzer Farbe zu färben? Hierauf sagte Imam Ahmed, ja, bei Allah, es ist verpönt, es ist makruh. Er sagte, ey wallah makruh, ja, bei Allah, es ist verpönt. Und Salih ibn Ahmed ibn Hanbal, das ist der Sohn von Imam Ahmed, er fragte seinen Vater über das Färben mit Schwarz und er antwortete, la yu'jibuni, das gefällt mir nicht. Und das wurde auch in dem Buch At-Tarajjul überliefert. Und der schafi'itische Gelehrte An-Nawawi sagte, unsere Rechtsschule besagt, dass es für den Mann und die Frau erwünscht ist, das Haar mit etwas Gelblichem oder etwas Rötlichem zu ändern. Und es ist laut richtiger Ansicht verboten, also haram, es mit Schwarz zu färben. Und in Bezug auf das Färben mit schwarzer Farbe kam es unter den früheren und späteren Gelehrten zu Unstimmigkeiten. Und die Schafi'iyye zum Beispiel, so wie es An-Nawawi hier erwähnt hat, vertreten die Ansicht, dass das haram ist. Aber viele andere Gelehrte sagen, das ist makruh, also es ist verpönt, unerwünscht, dass man mit Schwarz färbt. Und es gibt auch andere Ansichten hierbei. Das war der zweite Punkt. Drittens, ist es auch für Frauen verpönt, ihre Haare mit schwarzer Farbe zu färben? Weil wir haben jetzt erwähnt, dass die meisten Gelehrten oder viele Gelehrten sagen, es ist verpönt, dass der Mann schwarze Farbe benutzt. Gilt das auch für Frauen? Hierbei gibt es zwei bekannte Ansichten. Erstens, die erste Ansicht besagt, es gilt hier das gleiche Urteil wie bei Männern. Und die andere Ansicht besagt, dass die Untersagung, schwarze Farbe zu benutzen, nur für Männer gilt. Ishaq ibn Mansur sagte zu Imam Ishaq ibn Rahoya, er fragte ihn, er sagte, Al-Khidabu bis-Sawadi lil-Mar'a, darf die Frau ihr Haar mit schwarzer Farbe färben? Er sagte, er antwortete, Ishaq ibn Rahoya sagte, er sagte, لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له. Es ist in Ordnung, wenn sie dies für den Ehemann macht und sich für ihn schön macht. Es scheint also so, dass er der Ansicht ist, dass die Karaha, die Unerwünschtheit, nur für den Mann gilt und nicht für die Frau. Und deswegen zusammenfassend kann man sagen, es ist erwünscht, dass man seine grauen Haare färbt. Egal, ob das jetzt die Haare, die Kopfhaare sind oder die Barthaare. Und dies ist eine vergessene Sunna in vielen Gesellschaften. Und der Mann soll hierbei auf schwarze Farbe verzichten. Und es spricht aber nichts dagegen, zum Beispiel dunkelbraune Farbe, die fast wie schwarze Farbe ist, zu benutzen. Na, das soweit zu dieser Thematik. هذا والله تعالى أعلم.